und willkommen bei JMAC, der Sendung zu Manga und Anime und Games. Ja, danke, also erstmal ganz lieben Dank für alle, die auf Facebook aktiv mitgemacht haben, diese Sendung zu zu verbessern. Also wir haben ganz viele konstruktive Kritik bekommen, was absolut genial war. Wir haben auch ganz viel weiter versucht, das einzubauen und so, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich erzähle euch erstmal, was es heute zu sehen gibt. Und zwar haben wir Lolitas da, wir haben eine Zeichnerin, wir haben japanische Puppen zum Hinamatsuri da und natürlich wie immer Manga, Anime und diesmal sogar Musik. Und ich bin also auf jeden Fall ziemlich gespannt. Auf Facebook wird es auch wie immer Fragen, also ihr könnt, es gibt Posts, da könnt ihr Sachen fragen. Da bereitet der Chris auch alles schon vor, also haltet ein Auge drauf. Aber wir kommen direkt einmal zu unserem ersten, zur ersten Rubrik. Ja, also wie gesagt, ich habe schon gesagt, es gibt Lolitas. Die sind natürlich ganz streng genommen überhaupt gar kein Cosplay. Aber dazu können mir natürlich die vier Damen, die wir heute zu Gast haben, mehr erzählen. Und zwar sind das heute Johanna, Laura, Sophie und Mai. Zwischen euch. Das ist also super hier. Also ihr seht echt toll aus. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist also kein Cosplay eigentlich, aber vielleicht könnt ihr mir auch ein bisschen mehr dazu erzählen. Ich habe hier ein paar Fragen. Und zwar fange ich erstmal ganz von vorn an. Was ist Lolita und wie kamt ihr jeweils dazu, das zu machen? Also so richtig. Ich fange mal hier an. Wie war es bei dir? Ja, also ich habe Lolita kennengelernt durch eine Zeitschrift, die Daisuki, und da war halt so ein Artikel drin über Lolitas und ich fand die Kleidchen total süß und das hat mich halt total fasziniert, weil es aussah wie so kleine Püppchen und so. Ja, und dann habe ich mich halt auch mal erkundigt und da gab es halt auch im Internet verschiedene Seiten und so bin ich dann auf Lolita gekommen. Super. Ja, wie war es bei dir? Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so wirklich, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe mich halt einfach irgendwann angefangen, schlau zu machen und habe dann auch angefangen, die ersten Teile selbst zu nähen und so kam ich dann dazu. Mhm. Bei dir? Ja, also ich bin damals durch eine Freundin erstmal auf Anime und Manga gekommen und irgendwann hat sie mir dann mal eine Seite geschickt von einem Shop und meinte, guck dir mal diese Kleidung an, und irgendwie bin ich dann da so reingerutscht und habe angefangen, Lolita zu tragen. Super. Und wie sieht's bei dir aus? Ja, bei mir war das eher über die Beschäftigung mit historischer, also speziell viktorianischer Mode. Lolita hatte auch viktorianische Einflüsse. Und ja, dann habe ich halt diese Kleider gesehen und mich sehr verliebt. Und inzwischen trage ich auch Stile, die mit Viktorianik eher weniger zu tun haben. Ja, das ist wirklich schön. Wie ist das eigentlich, warum ist Lolita eine Fashion und nicht Cosplay zum Beispiel? Wo ist denn da der Unterschied? Ich frage einfach mal dich. Also bei Cosplay versucht man ja, einen Charakter darzustellen. Und bei Lolita ist es eben genau nicht so. Wir versuchen uns selbst durch unsere Kleidung halt zum Ausdruck zu bringen. Wir fühlen uns darin wohl und tragen, wie andere halt ihre Jeans, tragen wir halt unsere Kleider. Mhm. Okay. Also das ist dann schon sehr persönlich auch. Also das ist ihr selbst und ja. Ja, dann habe ich natürlich auch, also man sieht, ihr habt alle Verschiedenes, also hier, ihr beide seht euch ein bisschen ähnlich, aber ich frage einfach mal, also es gibt ja viele Styles und welche Styles repräsentiert ihr jetzt gerade? Also ich fange nochmal hier an. Ja, ich trage ein Sailor Lolita Outfit, das ist ja, wie man ein bisschen sieht, von maritimen Seefahrtsmodellen inspiriert. Mhm. Bei dir? Ja, ich trage ein Sweet Lolita Outfit. Das ist sehr geprägt mit pastelligen Farben, rosa, blau, viele Fantasy-Tierchen und so. Also sehr, sehr süß alles. Mhm.
Also ich trage Kuro Lolita, das bedeutet auf Deutsch halt Schwarz Lolita und einzige Regel ist halt alles schwarz. Hauptsache schwarz. Genau. Super. Und bei dir? Ja, ich trage halt auch Sweet Lolita, so wie die Laura und das soll halt einfach nur süß aussehen. Mhm. Super. Ja, wie ist das eigentlich, an so Kleider kommt man bestimmt in Deutschland eher schlecht ran. Kauft ihr die selber oder näht ihr die? Also da gibt es bestimmt auch verschiedenes, also bei jedem ist das wahrscheinlich anders, oder? Ich fange mal nochmal hier an. Also ich mache beides. Ich kaufe Kleider, aber ich nähe auch selber. Ich kann das noch nicht so gut, also es sind halt mehr so Accessoires. Kleider kann ich noch nicht. Okay. Und du? Also ich kaufe größtenteils meine Sachen, aber ich habe auch eine nette Oma, die näht mir auch öfters mal was, aber größtenteils wirklich gekaufte Sachen. Mhm. Also bei mir ist es so, dass meine Röcke alle genäht sind, also von mir selber. Und Blusen kaufe ich noch, aber auch da sollte bald selbst nähen dran sein. Ja, also ich kann gar nicht nähen. Ich kann nicht mal einen Knopf annähen und deshalb muss ich die Kleider halt kaufen. Es geht leider nicht anders. Ja, okay. Ja, das ist doch bestimmt auch ein ziemlich teures Hobby, oder? Also das kann ich mir vorstellen, egal ob genäht oder gekauft, das ist auch viel Arbeit mit verbunden, oder? Ja, also es kommt immer drauf an, also es gibt ja auch verschiedene Marken, die teilen sich dann auch verschieden auf mit verschiedenen Preisen. Also man kann es günstig halten, aber es kann auch ziemlich teuer werden. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, okay, also das waren jetzt die Fragen meinerseits. Ich weiß nicht, haben wir noch Fragen vom Publikum? Ich glaube vorerst nicht. Gut, dann machen wir einfach mal weiter. Ach so, ja, bevor ich es vergesse, diese vier Damen sind natürlich auch auf Facebook in einem Post zu sehen, dass ihr liken könnt, so viel ihr könnt. Die Gewinnerin, eine von euch, kann ein 3-Tages-Ticket zur Animagic gewinnen und wir haben natürlich auch andere Preise, die dann verteilt werden. Also bitte, bitte voten und am Ende der Sendung sagen wir, wer von euch das gewonnen hat, ja? Also hier wird schon angefeuert. Sucht euch einen Lieblings-Lolita aus und sagt uns, wen ihr am besten findet. Wir sehen uns am Ende nochmal, ne? Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So. Okay, ich muss mich ein bisschen sortieren. Ihr merkt, es ist alles ziemlich hektisch gewesen am Anfang, aber ich muss mich jetzt ein bisschen sortieren. So, also, wir kommen zur nächsten Rubrik, und zwar Anime. Ja, wir fangen auf jeden Fall mit einem Sci-Fi-Abenteuer an, und zwar heißt das Mardok Scramble. Und dazu gucken wir uns als erstes natürlich einen Ausschnitt an. Ich will nicht sterben! Verzeih mir, Epcot! Verzeih mir, bitte! Willst du mir so deine Nützlichkeit beweisen, Elfcock? Elfcock, Balot! Doktor! Ich bin hier oben! Schnell, lauf zu ihm! Ich verstehe nicht, Elfcock. Was ist so Besonderes an diesem Mädchen? Was hat sie, was ich nicht habe? Warum hat Elfcock sich von mir abgewandt? Du hast dich von ihm abgewandt! Ja, das war also ein Ausschnitt aus Mardok Scramble, The Second Combustion. Ja. Ich bin auch wieder da. Genau, Chris ist wieder da, er hat plötzlich materialisiert. Ja, ich bin immer so aus dem Nichts auf einmal da. Ich vergesse immer, dass er plötzlich da ist. Ja, ja. Ja, aber ja. Wir wollen da ein bisschen drüber sprechen. Und zwar, also das ist der zweite Teil. Das ist eine Story um Rune Ballet, eine Prostituierte, die wird
von ihrem Pimp sozusagen umgebracht. Allerdings findet dann, also hat dann ein Professor bzw. ein Dr. Easter hat dann die Erlaubnis bekommen, sie wiederzubeleben als Android. Mhm. Und sie möchte eben diesem Ganzen auf den Grund gehen, weshalb das alles so passiert ist und natürlich auch Rache ausüben. Und es ist eine ziemlich düstere Geschichte. Auf jeden Fall die erste DVD ist auch ziemlich düster und actiongepackt teilweise. Ja. Und also, ja, und das ist jetzt der zweite Teil. Von der Trilogie muss auch noch gesagt werden. Also es gibt insgesamt nur 3 Teile. Genau. Und dazu gab es auch mal, in Japan gibt es auf jeden Fall einen Manga dazu noch. Ja. Und es basiert auf eine Buchtrilogie. Ja. So, ja. Und jetzt möchten wir darüber reden natürlich. Wie fandest du den? Ja, also ich muss sagen, ich habe jetzt erst den zweiten Teil angeschaut, weil das der aktuellere ist, und habe dann später den ersten geschaut. Beim zweiten war es sehr verwirrend, weil wirklich die Welt sehr surreal ist und allein schon die Farben sehr knallen, was natürlich auch den Look des ganzen Films ausmacht. Mhm. Und ja, ich war öfters verwirrt, weil wirklich die Charaktere sehr seltsam agieren. Aber es hat irgendwie was auch Interessantes gehabt, weil es halt eben wirklich, also zum Beispiel, als kleines Beispiel, was mich gerade sehr verwirrt hat, war, dass auch wirklich eine homosexuelle Beziehung zwischen einem Delfin und einem Menschen auch so einem Androiden stattfindet, und denkst so, okay. Wie soll das klappen? Also mehrere Szenen dieser Art waren da, aber nachdem ich auch den ersten dann geschaut hatte, hat sich auch irgendwie alles wieder zum Bild zusammengefügt. Also ja. Natürlich, bei der Trilogie sollte man auch alles nach der Reihenfolge gucken, das war dann mein Fehler gewesen. Ja. Aber du hast ja auch beide direkt von Anfang an in der richtigen Reihenfolge geschaut. Also ich fand den ersten auf jeden Fall sehr gut. Den zweiten fand ich ein bisschen schwierig. Der hat so ein bisschen dieses, wie nennt man das? Der ist zwischen dem Anfang, also der Einleitung, und natürlich dem großen Finale das Mittelstück, und da leidet es ein bisschen drunter. Also ich fand, die Action am Anfang nimmt natürlich da wieder auf, wo der Cliffhanger am Ende des ersten war. Das heißt, da ist echt Action drin. Ja, ja. Und aber im Laufe der Story, wie gesagt, wird viel erzählt und viel aufgeklärt über worum es sich handelt in der Welt. Man sieht ein bisschen mehr vom Bösewicht, der Shell heißt der, und was so mit seinen Erinnerungen gemacht wird. Also er hat irgendwie so ein Implantat, wo seine Erinnerungen rausgenommen werden und so. Also es ist viel mehr erzählt und teilweise ein bisschen zäh, was die Erzählweise angeht. Stimmt schon. Und ich finde, vor allem wenn du erst den zweiten gesehen hast, kann ich verstehen, dass das sehr verwirrend war. Ich selber habe auch den japanischen Manga ein bisschen gelesen, der ist sehr anders. Mhm. Aber an sich finde ich dieses Universum und die Charaktere eigentlich schon sehr interessant. Ich gucke mir bestimmt den nächsten Teil auch an, aber wie gesagt, der zweite war so ein bisschen, boah, weiß noch nicht so recht. Mhm. Ja, also war leider auch nicht ganz so mein Genre gewesen, deswegen musst du mir sagen, wie der dritte war. Werde ich. Ja. Also ich denke, für die DVD selber hat auch auf jeden Fall ziemlich viele Bonussachen dabei. Also da gibt es, was gab es da nochmal? Die haben zum Beispiel ein ziemlich großes Segment in dem Anime selber über Pokern und im Casino. Wo auch wirklich dann die der Producer und sowas auch wirklich da selbst spielen. Genau, ne? Also die alle Mitbeteiligten im Studio oder halt der Komponist, glaube ich, auch, und der Autor, die haben dann so ein Pokerturnier und so, das wurde alles mitgefilmt, oder deren Treffen bevor der Premiere und so. Also da ist einiges an Bonusmaterial drin. Die DVD selber sieht ein bisschen schlicht und einfach und normal aus, was wir ja gar nicht mehr gewohnt sind, weil wir immer diese tollen Editionen immer kriegen. Ja. Aber dafür, wie gesagt, inhaltlich das schon einiges mit dabei. Vielleicht zu Synchro noch ein paar Worte, die fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, also auf Japanisch habe ich es dann natürlich diesmal auch wieder nicht gesehen, aber ja, also es war auf jeden Fall, jetzt finde ich keine richtig herausstechenden Synchronisatoren, aber es hat wirklich gepasst zu den Charakteren. Also man hat sich jetzt nicht gestört, weil irgendwas nicht gepasst hatte. Ja, ich habe mir sogar die deutsche und die japanische angeschaut. Hast du mal zu viel Zeit? Nein, also ich war neugierig und ich habe gemerkt, dass sowohl beim ersten als auch beim zweiten gab es einige Szenen, wo die deutschen Sprecher richtig gut waren. Also gewisse Key-Schlüsselszenen. Und dann gab es ein paar Szenen, wo ich dachte, naja, das hätte ein bisschen besser sein können. also eine meiner Lieblingsszenen zum Beispiel haben sie ein bisschen vermasselt, da war ich traurig drüber. Aber allgemein eigentlich gar nicht so schlecht. Also war ich auch. Aber für wen empfehlen wir dieses Projekt? Ich würde sagen, Leute, die so ein bisschen, also mit sowas wie Ghost in the Shell kann das natürlich nicht ganz mithalten, aber Leute, die dieses Genre mögen, das wäre auf jeden Fall was für die. So Sci-Fi. Ne? Ja, dann wollen wir auch zum nächsten kommen, und zwar heißt das 5 cm per second, und dazu gucken wir uns auch erstmal einen Clip an. Ja.
bin ganz aufgeregt, mein lieber Takaki. Ich freue mich so sehr auf unsere Verabredung am 4. März. Es ist das erste Mal seit einem Jahr, dass wir uns wiedersehen und ich bin etwas nervös. In der Nähe unseres Hauses steht ein großer Kirschbaum. Und vermutlich fallen im Frühling auch seine Blüten mit einer Geschwindigkeit von 5 cm pro Sekunde zur Erde. Ich wünschte mir so sehr, dass der Frühling zusammen mit dir hierher kommen würde, mein lieber Takaki. Ja, das war 5 cm per second. Per second. Ich wollte seconds per Zentimeter sagen. Nein, falsche Reihenfolge. Ja, also den durfte ich mir persönlich aussuchen als Favorit, da das natürlich zum Thema Romance perfekt passt. Ja, auch schon etwas älter von genau, der Veröffentlichung. Der ist also etwas älter, ist nichts super Neues. Es ging also wirklich nur darum, dass ich so meinen eigenen Favoriten euch mal ans Herz legen darf. Also storymäßig ist das ziemlich einfach. Also da ist halt... jetzt muss ich überlegen. Sind mehrere Geschichten. Sind mehrere Geschichten, genau. Ja. Also die erste ist auf jeden Fall eine dreiteilige. Ja. Und da geht es wirklich um Jahre, die vergehen, in denen sich zwei eben auch Kinder eigentlich so entfernen voneinander, die aber eigentlich immer so miteinander aufgewachsen sind und sich irgendwie aneinander gewöhnt haben und auch sich nie trennen wollten. Und das sieht man richtig so schön, die Veränderung über die Jahre. Am Anfang schreiben sie sich noch Briefe, als sie auseinanderziehen und später werden sie immer älter. Der eine hat dann selbst irgendwie eine, die in ihn verliebt ist, aber er hat kein Interesse, weil er nur an seiner alten Jugendliebe hängt. Und darf jetzt natürlich auch nicht die ganze Story verraten, aber treffen sich halt eben später wieder. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr schlicht und auch ruhig erzählt. Und die Story ist jetzt vielleicht nichts, irgendwie, wo man denkt, so Tiefgründigkeit, aber es ist einfach etwas, was irgendwie so schön vor sich hin plätschert, finde ich. Und Also ich muss da ein bisschen gegenhalten. Also Tiefgrund, also ich finde schon, dass es eine sehr viel Tiefe hat, obwohl es eine sehr schlechte Story ist. Man darf also nicht eine Hollywood Love Story erwarten. Es geht wirklich darum, dass das sind Momente aus, also die man dann aus der Kindheit kennt oder so. Also die erste Story mit diesen beiden fängt ja auch an, wo sie noch 14 sind oder so. Und dann erinnert man sich an die erste Liebe und wie es sich angefühlt hat, wenn man warten musste. Und eine Minute dauert dann halt eine Stunde und so. Und das sind alles wirklich Dinge, die sehr realistisch sind irgendwie. Und ich finde, da ist schon eine Tiefe, weil es sehr echt sich anfühlt und nicht irgendeine Story, die erzählt wird. Also es ist nichts, was man hinterfragt, weil man, also das meinte ich halt mit der Tiefgründigkeit bei mir, aber du hast wirklich recht, also es ist echt. Man ist irgendwie direkt in diese Story gefesselt, weil es irgendwie etwas so Menschliches, Reales hat. Mhm. Ja. Und vielleicht auch noch gerade die Titelerklärung. Ich meine, das wird auch direkt schon am Anfang des Films als erster Satz gesagt. 5 cm per second ist auch die Fallkraft einer Kirschblüte. Genau. Und auch dieser Satz wird immer wieder aufgegriffen und zieht sich durch die ganze Story. Auch, ja. Also es ist sehr schön. Und vor allem, zeichnerisch sind die Hintergründe absolut atemberaubend. Mal kurz hier die Box zum Zeigen für euch. Also es ist wieder so ein schöner Pappschuber. Ja. Und da sind jetzt eben die zwei DVDs enthalten. Einmal dieses 5 cm per second und dann auch die andere Story, Voices of a Distant Star. Genau. Also das ist von dem Regisseur halt sein, vom Makoto Shinkai ist das so sein Erstlingswerk, glaube ich, gewesen. Mhm. Es ist also noch älter, dieses Voices of a Distant Star, und handelt aber themenmäßig auch ähnlich von nein, das war nicht richtig eingerastet. Also es handelt auch so ähnlich um diese Sache, diese Distanz. Also es geht hier um ein Mädchen, die im Militär eben im Weltall dann unterwegs ist und per SMS mit ihrem Freund eben, also oder ihrem Schwarm auch, eigentlich. Also eigentlich sind es auch nur Freunde, aber erst irgendwie diese Emotionen entwickeln sich über die Distanz, die zwischen ihnen liegt. Ja. Und je weiter weg sie ins Weltall hervordringt mit ihrer Flotte, desto länger dauert es, dass eine SMS bei ihm ankommt. Also am Anfang sind das irgendwie ein paar Tage oder so, und dann sind es ein paar Monate und dann sind es ein paar Jahre und am Ende sind es irgendwie so 8 Jahre oder so. 8,5, ja. Und also es wird immer dramatischer zum Ende hin, und das meiste, also es geht aber auch gar nicht um irgendwie so Weltallkrieg, sondern wirklich nur um die beiden und diese Zeitverschiebung. Das Zwischenmenschliche, Und es ist also sehr
Ja, trotz des Alters, also man sieht schon, dass es ein alter Anime ist, aber es ist trotzdem sehr schön anzusehen. Ja. Also auf jeden Fall auch ein großer Umsatzunterschied, also von der Umsetzbarkeit der ganzen Grafik, also 5 cm wirklich auf dem neuesten Stand eigentlich immer noch mit den Hintergründen, wie Mikiko schon gesagt hat. Mhm. Und bei dem Älteren ist gewöhnungsbedürftig vom Stil her, aber die Story ist wirklich schön. Ja, also das kann ich jedem ans Herz legen. Das ist echt wirklich sehr schön anzusehen. Ja, wie gesagt, nur Leute, die vielleicht sich ein bisschen gelangweilt fühlen könnten, das wäre vielleicht nicht was für sie. Aber sonst, so ziemlich jeder, mit dem ich gesprochen habe, der fand das, oh, das Booklet haben wir vergessen. Genau, da ist auch ein tolles Booklet drin, wo dann auch wirklich erklärt wird, wie die einzelnen... Entsteht, ne? Genau, also hier zum Beispiel sieht man Storyboards und so. Vielleicht kann man das kurz sehen. Ja, sowas zum Beispiel. Da werden auch Fotos neben Hintergründe gelegt, dass man sehen kann. Die haben dann mit der Crew Fotos gemacht von einer Stadt, von einem Dorf und das dann in einen Hintergrund eingearbeitet und solche Sachen. Also es ist sehr interessant. No? Mhm. So, dann hätten wir noch